Herzlich willkommen zu Entorch, der Fünfkampf. Wir haben uns 5 Spitzensportler rausgesucht und werden die jetzt in verschiedenen Disziplinen gegeneinander antreten lassen. Und ich kann mit Fug und Recht behaupten, wir haben die allergrößten Sportler Deutschlands gefunden. Danilo Bartel, wie groß? Ja, 2,08 Meter. Ja, von den Fraport Skyliners, mit 2,08 Meter bist du fast so groß wie ich. Komm mal ein bisschen runter zu mir. Komm mal runter. Für eine Mark. Deine Sportart heute, du bist der Star der Episode, ist der Slalomlauf. Jetzt bin ich ein bisschen gespannt. Mit 2,08 Meter stelle ich mir jetzt eigentlich nicht unbedingt den wendigsten Spieler vor. Ja, ich werde auf jeden Fall für eine Überraschung gut sein, denn ich bin auf jeden Fall bekannt dafür, Haken schlagen zu können. Okay, Basketball ist ein körperloser Sport. Heute wollen wir aber Blut und Narben sehen. Wie ist denn das bei euch sonst so? Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall der größte Mythos, den es über den Basketball gibt. Ich hatte allein in den letzten 2 Jahren bestimmt 5, 6 Platzwunden. Oh, okay. Also heute darfst du umhauen, wen du möchtest, wen du findest. Mit Anlauf ist überhaupt gar kein Problem. Bin sehr gespannt. Du hast nämlich schon die große Ehre gehabt, dich mit Simone zu unterhalten. Die hat ein bisschen was aus dir rausgekitzelt und das schauen wir uns jetzt erstmal an. Ich bin Danilo Bartel, 22, gebürtig aus Heidelberg und spiele mittlerweile bei den Fraport Skylines in Frankfurt Basketball. Einen wunderschönen guten Morgen. Wie fühlst du dich? Wie hast du geschlafen? Gut geschlafen, es ist leider noch ein bisschen früh, aber ich hoffe, die Energie kommt noch und dass ich bereit bin. Du wurdest zum Most Improved Player der BEKO Basketball-Bundesliga gewählt. Was fühlt man denn in so einem Augenblick, wenn man davon erfährt? Ja, natürlich ist man stolz, dass man so einen Award gewonnen hat. Und gleichzeitig ist es einfach eine Bestätigung für die ganze harte Arbeit, die man jetzt über die ganzen Jahre hatte. Wenn du wählen könntest, welche von Dirk Nowitzkis Fähigkeiten würdest du denn gerne kopieren? Mit Abstand sein Wurf. Also ich glaube, der ist einzigartig mit seiner Größe. Er hat das Spiel revolutioniert und Wurf eindeutig. Wo siehst du denn heute Vorteile mit deiner Größe? Bei welchem Spiel, bei welchem Kampf? Ja, eindeutig beim Dart. Also ich glaube, mit meiner Armreichweite kann ich eigentlich fast den Dart in die Scheibe stecken. Das werden wir später mal sehen. So, jetzt haben wir aber genug geschnackt. Jetzt gibt es den ersten Wettkampf von unserem Fünfkampf, also 1 von 5. Und ich freue mich endlich mal auf Augenhöhe mit Danilo Bartel. Zumindest fast. Wir hätten es auch besser mit einer Cola-Kiste gemacht, merke ich gerade. Wir machen Slalomlauf. Danilo, wie viel muss ich dir dazu erklären? Du läufst einfach durch die Dinger durch. Kriegst du das hin? Sollte funktionieren, ja. Bin ich sehr gespannt. Jeder darf sich nämlich aussuchen, mit welchem Sportgerät er da durchläuft. Und Danilo hat sich für sein Heimspiel entschieden, quasi für den Basketball. Er ist Spieler der Fraport Skyliners und ich bin sehr gespannt. Noch eine kleine Kampfansage an die anderen. Die sitzen nämlich da hinten ganz gemütlich rum. Der Rekord wird aufgestellt und nicht geknackt. Oh, da bin ich ja mal tierisch gespannt. Auf geht's, Danilo Bartel. So, Danilo, ich bin tierisch gespannt. Auf die Plätze. Fertig. Bist du nervös? Start! Oh! Das wollte ich immer schon mal machen. Ne, jetzt aber richtig. Ja? Auf die Plätze. Fertig. Los! Das sieht gar nicht so schlecht aus. So macht man das, wenn man Profi ist. Ich kenne das ja nicht so. So, um das Hütchen rum und jetzt geht's schon wieder zurück. Danilo Bartel, bis jetzt hat er den Ball noch nicht verloren. Ja, ich würde sagen, die Zeit ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich schau mal drauf. 10 Sekunden 98. Ah. Was denkst du? Bist du zufrieden mit deiner Zeit? Ja, ist auf jeden Fall ganz solide, aber auch noch ausbaufähig. Ne? Ich bin gespannt. Uwe Gensheimer hat sich einen Kaffee gemacht. So, unser zweiter Kandidat jetzt. Fabian Heimpel. Fabian, wie kommst du klar mit dem Harz auf dem Handball? Alles gut? Stört mich nicht. Nee. Stört dich nicht. Alles klar. Auf die Plätze. Fertig. Los. So, Fabian Heimpel marschiert da momentan auch durch. Als wären Slalomstangen. Auf dem Rückweg. 10,98 ist die Zeit, die geschlagen werden muss. Und da ist er durch. Bin gespannt. Was haben wir? 10,80, das heißt, du hast auf jeden Fall schon mal den Rekord, der niemals geknackt wird, von Danilo Bartel direkt mal geknackt. So, unser dritter Kandidat, Frank Mauer von den Adler Mannheim, ich bin ein bisschen überrascht, hat sich tatsächlich einen Feldhockeyschläger geschnappt. Dann zeig mal, was du damit drauf hast. Frank, auch für dich. Auf die Plätze, fertig, los! So, der Mann kann auch auf normalen Schuhen laufen. Oh, du hast da den Ball, glaube ich, vergessen. Ich bin mir nicht sicher.
Ja, ja, aber auf dem Rückweg klappt das wunderbar. Zack, da ist er durch. Die Zeit wird wahrscheinlich, ja, wie schon befürchtet, ein bisschen schlechter sein. 14,43. Damit bist du bisher leider der Schlechteste. Aber gut. Aber gut, wenn einmal nicht rausgekommen wäre, wäre es wahrscheinlich auch noch. So, gleich weiter im Text. Gerade haben wir Frank Mauer gesehen von den Adler Mannheim. Der hat den Feldhockeyschläger benutzt, obwohl er eigentlich Eishockeyspieler ist. Jetzt wollen wir was sehen. Florian vom MHC. Bin gespannt, ob du das, also wenn du jetzt langsamer bist als der Frank, ne, dann solltest du vielleicht mal bei den Adler Mannheim fragen, ob du da mal mittrainieren darfst. Bin sehr gespannt, auch für dich. Auf die Plätze, fertig, los! Ach Gott, das sieht gleich ganz anders aus. Wunderbar, wie er da durchmarschiert. Na, jetzt weiß ich aber echt nicht, ob die das mit den Schlägern, ob das da nicht vielleicht einfacher gewesen wäre, einen Basketballer so zu nehmen. Florian Wösch ist im Ziel. Da gibt es spontan Applaus. 10,88. Damit knapp an der Bestzeit vorbei. Ja, aber zumindest hast du dir die Blöße nicht gegeben, gegen Frank Mauer zu verlieren. Wunderbar. So, wer ist der Nächste? Der Uwe Gensheimer. Ach komm. Ich tippe auf 15. Der Uwe nutzt das Heimspiel und nimmt den Handball. Oh, ey, unfassbar. Ist das Superman? Ich bin ein bisschen geblendet von seiner Schönheit. Vor allem, ey, jetzt mal ohne Scheiß, guckt euch bitte mal diese unfassbare Farbkombi an. Gelb, schwarz und dann irgendwie blau, rot, blau, gelb. Alles dabei. Trägt man das jetzt so? Ja, klar. In alles Heidelberg? Dabei. Ja. Nicht nur. Nicht nur. Uwe Gensheimer, auch für dich. Auf die Plätze, fertig, los. Ah, es war auch nah dran am Frühstart. Oh, ich befürchte, das ist so ein bisschen der Favorit gerade. Uwe Gensheimer marschiert durch. Als wäre es nix und macht eine neue Bestzeit. 8,95. Ja. Glückwunsch. Und da Uwe unser letzter Kandidat war, befürchte ich auch, dass er gewonnen hat. Der farbenfrohste Sieger, den wir haben können. Uwe Gensheimer gewinnt das erste Spiel. Gar nicht mal so schlecht. So, das war unser erster Wettkampf, Slalomlaufen. Das war deine Sportart, Danilo Bartel. Du hast gesagt, du setzt einen Rekord auf und der wird nicht mehr gebrochen. Hat fast funktioniert. Was war denn da los? Ja, auf jeden Fall ausbaufähig noch, ne? Würde man sagen. Ja, fand ich, ja. Also ich meine, gut, ausbaufähig. Also bei dem kleinen Kind, das mal irgendwie einen komischen Turm baut, sagt man, das ist ausbaufähig. Bei dir war schon eng. Ja, ich bin an die Grenze gegangen, hat leider nicht gereicht, ne? War leicht im Nachteil mit meiner Größe. Also. Ach guck mal, können wir nochmal zurückspulen? Am Anfang hat er gesagt, er ist wendig, wie ein Hase, kann er Haken schlagen. Haken schlagen hat er gesagt. Uwe, du hast das Ding gewonnen, relativ souverän, wie ich auch finde. Sehr, sehr gute Zeit. War dir das von vornherein eigentlich klar? Man muss zugeben, dass ich natürlich im Gegensatz zu den Schlägerspielern da schon Vorteile hatte. Und am ehesten auch das Spiel, ja, bei dem ich der Favorit war, die anderen Spiele, da muss ich nochmal nachlegen. Wir haben Schlägerspieler dabei. Ich habe gesagt, hier geht es um Narben, Blut, alles ist dabei. Wichtig ist natürlich jetzt erstmal, wie steht es denn eigentlich? Simone sagt uns, was der Zwischenstand ist. Heißt es, wie der Zwischenstand ist? Bei unserer Sportübung Slalom, da haben wir folgenden Punktestand. Ein Punkt geht an Frank Mauer, er kam nach 14,43 Sekunden ins Ziel. Zwei Punkte gehen an Danilo Bartel, der war schon besser. Nach 10,98 Sekunden kam er ins Ziel. Florian Wösch bekommt 3 Punkte mit 10,88 Sekunden und knapp dahinter Fabian Heimpel mit 4 Punkten und 10,80 Sekunden. Favorit hier war Uwe Gensheimer. Er bekommt 5 Punkte gut geschrieben. Er kam nach 8,95 Sekunden ins Ziel.